Freitag, der 12. September, morgens. Hey, guess who's back? Frank? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Die habe ich gar nicht erwartet. I didn't expect you here. I'm so happy to be here again. I guess Morgan didn't stick around to welcome me back. Auf Nimmerwiedersehen. Ich kann ihm irgendwie nicht mal böse sein. Na. Good riddance. Hell yeah, that clueless piece of work. Erzähl mir mehr, wie bist du ihn losgeworden? Tell me more. How'd you get rid of him? Well, what can I say? Don't mess with the big boys. I guess he didn't understand that some of my customers do a little more than talking about their cats. Mhm. Are they criminals? No, nothing that bad. Frank Coleman's no stranger to the high-stakes game. I've got lawyers in my inner circle. All it took were a couple of lawsuit threats. Ja gut, das geht aber schon so ein bisschen in die Richtung. Das ist nicht alles von Grund auf falsch. But Frank, isn't this all just really wrong? Nah, Meredith, it's just a bit of harmless fun. Okay. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte das Drama nicht genossen. Okay, ja gut, das müssen wir jetzt nicht gleich sagen. Alright, time to get back in the saddle. Have a great day, Meredith. Wir wollen ein bisschen unten halten unseren Kopf. Nicht, dass er es plötzlich noch auf uns abgesehen hat oder so. Ja gut, wenn wir hier nichts mehr zu tun haben, würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. A very good morning, Providence Oaks. Oh, nein. Das ist ein guter Beginn für den Tag, würde ich sagen. Actually, no. Nancy, the floor is yours. Yeah, Jack, I've got a pet peeve. Why do people start fake coughing when I'm smoking in my store? If you don't like it, just leave. Thank you, Mom. Da ist hier jemand gut gelaunt, würde ich sagen. Well, if you're asking, it's not like people have other places to go besides the smokehouse that you call a general store. On to the weather forecast. Oh, in the first half of the day and some hat er sie richtig hart geroastet. Back to the playlist. Das ist hart bitter. So, ich würde sagen, machen wir hier mal Halt. Hier hätten wir nochmal einen Brief mit Rechnungen. Naja, vielleicht auch nicht. Können ja auch ein bisschen Hoffnung hier lassen. Vielleicht ist auch nur das Finanzamt. Da freuen sich die Leute bestimmt noch viel mehr drüber. Obwohl, kommt eigentlich auch aufs Gleiche raus. Auch Rechnung. Nur halt ein bisschen anders. Die Sorte, vor der man noch mehr Angst hat. So, hier hätten wir noch ein kleines Paket. Mich würde es aber ehrlich gesagt auch interessieren, wo die ganzen Leute... Huch! Ach, hier wohnt Kay, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich, wo die ganzen anderen Leute wohnen. Hello? So wie Angie und Friday so weiter. Delivery day. Well, just call me Friday Delivery Kay. Okay, no, that sounded better in my head. Someone's in a good mood today. Yes, thanks for looking after Max and Gracie last night. Stimmt, das haben wir ja gemacht. Überhaupt gar kein Ding. War ein interessanter Abend. Haben sie irgendwas erzählt? Das sagen wir lieber nicht, bevor sie nachfragt und plötzlich rauskommt, was wir alles Schlimmes mit den Kindern angestellt haben. Wir haben sie einfach den ganzen Abend vor dem Fernseher gelassen. Nee, keine Ahnung. Wir sagen einfach mal, sie waren toll. Waren sie bestimmt. No problem. They were great. I appreciate the lie. So... Aber, hey, sie hat jetzt anscheinend auch nicht gerade die beste Einstellung gegenüber ihren Kindern, wenn sie das sagt. Ja, hast du gerade gesungen, als ich hier raufgekommen bin? Würde ich eigentlich gerne sagen, aber ich will nicht so ignorant darüber sein. Ich meine, wir haben ja gebabysittet für sie wegen dem Konzert. Also fragen wir doch einfach mal, wie es so war. How was the concert? Oh yeah, man, Journey is so good. Those songs have been stuck in my head all day. Das was Gutes klingt toll, aber Journey? Yeah, but Journey?
I know, right? There's just so much cool stuff being created right now, you know? I mean, Journey was cool. I got to know them through Barry at first, but I tell you, if Prince or New Order ever came to Portland, I would sell my spleen for tickets. Okay. Zwei Bands, aber nur eine Milz. One spleen, two bands. That's quite the potential dilemma. Oh, and I haven't even mentioned Cyndi Lauper, or Run DMC, or Stevie Wonder. And before you go there, I know you're probably setting up a joke about spleens and Hammond organs right now. Schade, dass, ja, naja. Dann halt kein Wortwitz, wenn sie ihn schon prediktet. Da weißt du aber mehr als ich, denn ich weiß nicht mal, was du damit meinst. Aber das würde ich doch nie tun. I would never. All jokes aside, though, I spent half the concert thinking about how I haven't really focused on my own music for a while now. Kids, work, all that stuff. So much going on. And I mean, I love tinkering, but right now, I'm not sure I'm even creating anything cool or just, you know? Not even Barry is allowed to listen to my songs at this stage, to be honest. Vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Zeit lassen sich selbst. Ich weiß, es ist schwierig, aber vielleicht sich einfach in den Tag mal versuchen, ein bisschen Zeit für sowas reinzuplanen. Ich meine, irgendwie muss es möglich sein, ein bisschen Zeit dafür abzuzwacken. Das ist, finde ich, eigentlich immer ganz wichtig, dass man, wenn man sowas machen will, dass man sich schon auch einplant und regelmäßig sich dafür Zeit nimmt. Einfach damit man auch so ein bisschen was für sich selbst tut. Ich würde deine Musik irgendwann gerne mal hören. Ich bin sicher, sie ist toll. Ja, warum nicht? Sagen wir das doch gerne. Weißt du, erst wenn du dich dem Publikum stellst, nee, sagen wir mal das hier, ne? Gute Freundin, vielleicht können wir sie ja so ein bisschen dazu bringen, ja, ein bisschen offener zu werden wieder, was das Zeug angeht. Ne? Ich weiß nicht. Versuch es wert, würde ich sagen. I'd love to hear your music sometime. I'm sure it's great. Thanks for the vote of confidence. Maybe I'll hold you to that. I was thinking, I have a mixtape with some of my stuff, you know? Just something I've been trying out with my new synthesizer. Klar, warum nicht? I'd be honored. That's great. It's just something I've been playing around with. Don't expect any fireworks. And hey, don't tell me what you think yet, yeah? You'll be my secret special audience of one, so I can get used to the idea of an audience. Überhaupt kein Ding. Machen wir gerne. Könnte das irgendwas mit Sonntagabend zu tun haben? Warum nicht? Would this have anything to do with Sunday evening? Okay, don't tell anyone. But I'm thinking of performing a song on my new synth this Sunday. Holy crap, I just said that out loud. Dude, you are coming to the open mic, right? Ja klar, auf jeden Fall. Of course, that's great. Wild horses couldn't drag me away. But act cool, yeah? No one else knows yet. See you there. Sure thing. Erstmal wieder zurück zu meiner eigenen Karriere. Sagen wir mal das hier. Thanks, you too. So. Nämlich wird's wirklich interessieren, wo ein paar der anderen Leute hier aus der Stadt wohnen, ne? Leute wie halt die Frau, die den Krimskramsladen da hat, Angie, oder wo Angie gewohnt hat, weil sie ja jetzt wegzieht. Ja, solche Leute halt. Zieht der einfach voll vor mir rein. Was der sich erlaubt. Naja. Müssen wir halt mit leben. Warum erinnert mich das hier irgendwie so ein bisschen an so eine alte Dose mit Essen drin. Also wirklich, wirklich, wirklich alt. So alt, dass man es nicht mehr essen will. Aber so irgendwie sah das gerade aus, finde ich. Ich muss gerade schauen, wo wir hin müssen. Sieht aber so aus, als hätten wir hier überall noch so ein paar kleinere Aufträge. Da laufen die einfach über die Straße. Die sieht doch, dass wir am darüber fahren sind. Es juckt's aber nicht. Ich glaube, da hat jemand keine Lust mehr auf sein Leben. Oh. Ja gut, dieses Straßenschild, das war halt im Weg. Das musste weg.
ne? Dann kriegt die Straße ein neues Schild. Ist doch auch nichts Schlechtes. So, die Leute hier hätten wir natürlich auch noch mal ein bisschen was. Ich glaube, die meisten Briefe, die wir hier auszutragen haben heute, sind aber dort bei der guten Omi. Ja. Ja, jetzt können wir eigentlich, wir können natürlich auch hier lang fahren. Müssen aber sowieso auch dahin. Ja, dann fahren wir wahrscheinlich einmal so rum. Aus dem Weg! Da ist die einfach voll reingelaufen. Ah ja, ihr Problem. Ich meine, hey, dann hätten wir tatsächlich hier ein bisschen Organspende. Okay, so langsam wird es ein bisschen sehr makaber. Sollten wir vielleicht doch lieber lassen. Ich meine, am Ende haben die Cops hier wahrscheinlich, die sonst überhaupt nichts zu tun haben, nur wegen uns dann plötzlich was zu tun, das geht ja nicht. Das können wir denen nicht zumuten. Oh shit, hier müssen wir rein. Moin! So, wir hatten ein Paket für Sie. Für einen guten Mr. Mackey. What on earth did these folks order? Ja, sieht jetzt ja nicht so groß aus, was weiß ich. Irgendeine Kleinigkeit halt. Vielleicht irgendwas für die Angel. Wenn er gerade mal wieder am Angeln ist. Lauf doch nicht vor mir weg! Ignorant, wie er ist. So. Hallöchen. Ah, the waxworms have arrived. Ja, ich lieg anscheinend gar nicht so falsch. Habe ich etwa Würmer mit mir rumgeschleppt? What? I meant the package, Miss Weiss. It's my worms. For fishing. They're just in time. I'm taking a boat to the island this afternoon. Viel Spaß. Oh, nice. A boat trip. Hey, you can tag along if you want, like your father used to. But I'm not helping you with any waxworms. Danke für die Einladung, aber Angeln ist nichts für mich. Warum nicht? Ganz ehrlich. Really? Sounds like fun. Okay, we'll show up here at 4 p.m. sharp. Kriegen wir hin? Warum nicht? Ich finde es schön, dass wir hier mal die Möglichkeit haben, so gut wie jeden Tag irgendwas zu machen. Ich weiß übrigens gar nicht mehr. Habe ich das hier, dieses kleine Easter Egg genannt, dass das hier so ein kleines SpongeBob Easter Egg ist, ne? SpongeBob Patrick. Weiß nicht, ob ich das, als wir das allererste Mal hier waren, genannt habe. Falls nein, dann habe ich es heute mal genannt. Das ist so eine schöne Kleinigkeit immer, wie ich finde. Ich meine, wir haben jetzt zwar keine super, super vielen Easter Eggs, aber dass wir wenigstens irgendeine Kleinigkeit hier gefunden haben, macht mich grundsätzlich schon glücklich. Kann natürlich auch sein, dass ich das ein oder andere übersehen habe. Auch ich kenne nicht jede Serie, Film oder jedes Spiel, auf was sie hier anspielen könnten. Insofern, ich finde es schön, dass wir das auf jeden Fall mitgenommen haben gerade noch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, hier einfach weiter. Mal rechts rum. Und dann war da hinten irgendwo ein Brief. Und die anderen waren, wie gesagt, bei Omi, da in der Siedlung. Da müssen wir mal schauen. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Ich weiß auch gar nicht genau, wir haben dann jetzt den Samstag und den Sonntag noch. Aber ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel ist. Also ich glaube, auf Steam, auf der Steam-Seite steht irgendwas, dass die Story halt so irgendwie über 2 Wochen hinweg geht. Aber ehrlich gesagt habe ich mittlerweile vergessen, was unser erster Tag hier war. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es exakt 14 Tage sind. Also müssen wir mal schauen. Aber es kann sein, dass wir schon recht gegen Ende der Story sind. Ich bin mir nicht sicher. Aber selbst wenn es der Fall sein sollte, wir hatten ja eine Menge Parts hier, finde ich. Dafür, dass das eigentlich so ein recht kleines, kurzes Spiel ist. Also mehr oder weniger kurz.
Dafür war das schon eine ganz schöne Menge. Da sind wir letztendlich bei auf jeden Fall mal über 15 Videos, denke ich. Das ist schon eine ganze Menge dafür, dass die Lake-Videos hier immer so zwischen 20 und 30 Minuten gehen. Muss man sich nicht schämen für diese Spielzeit. Und ganz ehrlich, mir macht's Spaß. Okay, das Auto hat sich gerade mal kurz gedacht, fahren wir doch einmal durch die Luft. Er hatte wahrscheinlich zu laut über den Wolken laufen. Oh nein, wir müssen wieder hier rein. Bin ich mir wieder unsicher. Ist das hier? Ich hoffe einfach mal, das ist das erste Haus hier. Oh ja, tatsächlich. Das hier war doch... Nee, das ist nicht der Typ, der so unglaublich unhöflich zu uns war. Der hatte, glaube ich, nicht solche Markisen oder kleinen Vordächer wie hier. Ich glaube, das war ein anderes Gebäude. Aber der kriegt keinen Gefallen von uns. Der war so unhöflich. Naja. Vielleicht hat er auch nur einen schlechten Tag gehabt. Man weiß nie. Und ganz ehrlich, wenn man jemanden nur einmal sieht, da das dann zu beurteilen, finde ich immer schwierig. Jeder hat mal einen schlechten Tag und je nachdem, was an dem Tag schon so passiert ist, will ich niemanden dann anhand davon beurteilen. Was? Blöder Stein. Will ich da anhand dessen niemanden beurteilen. Trotzdem, dieser Stein gerade war einfach nur maximal böse. So, damit wollte uns das Spiel unbedingt drankriegen und es hat es leider auch geschafft. Müssen wir da auch nochmal rein? Ich habe gedacht, wir hätten jetzt noch zwei Stück, aber wie es aussieht, haben wir hier hinten noch für einen Holzfäller irgendeinen Brief. Ja, sieht ganz danach aus. Schauen wir mal, vielleicht hat er uns ja noch irgendwas zu erzählen. Dazu, wie sein Radiospot da gelaufen ist. Wie das die Leute so gefunden haben. Aber sieht irgendwie nicht so aus, als wäre er hier. Meredith. Ah, doch. Hi, Robert. Hey, Robert. How are you? I was away for a few days on an urgent job out of state. Okay. Nicht, wie sie einfach die Post ihm hinhält. I'm good. It's nice to see you again. Here's the mail. Thanks, and likewise. Priority mail from Town Hall. Let's see what they have to say this time. Dear Mr. Harris, on behalf of yada yada yada, concerning Environmental Management Act 1213, yada yada yada. Wait. What? Listen to this. We have decided to postpone the construction of apartments for at least 6 months. We hope this satisfies you, as well as the many residents of Providence Oaks that contacted us with their unfiltered and enthusiastic comments. It worked! Das ist zumindest mal ein Riesenfortschritt, würde ich sagen. Also, ne, es ist jetzt noch kein dauerhafter Fortschritt, aber es ist wenigstens schon mal etwas. Ganz ehrlich. Warum nicht? Großartig. Wow, great! So happy for you, Robert. We need to celebrate this. Und für uns. Wir bleiben hier. How about tomorrow night? Steak dinner at Moe's. Or something else. On me. Klar. Ich fürchte, das haut nicht hin. Aber ich hoffe, da sind wir vom Boot fahren wieder zurück. Würde mir auf jeden Fall sehr gefallen. Great. It's gonna be fun. See you tomorrow night then. Gotta go Ach, now. The morgen, telephone okay. Groups need to know the assault can be abandoned. Morgen. Ja gut. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ich meine, da haben wir ja noch einen Tag Zeit. Dann ist alles okay. Ganz ehrlich. Schön. Ich freue mich für ihn. Und für uns. Na. Einsteigen wollen wir schon. Ja gut, jetzt müssen wir hier schauen, dass wir drehen. Einmal bitte. Genau. Jetzt können wir zurück. Und jetzt hätten wir noch zwei Briefe für namenlose Personen, wie ich vermute. Also ich glaube mal nicht, dass wir noch neue Leute jetzt an dem Punkt kennenlernen werden.
Aber mal schauen. Also, wenn meine Theorie richtig ist, hätten wir, wie gesagt, ja nur noch ein oder zwei Tage. Und dann bin ich mal gespannt. Dann müssten wir ja mit der ein oder anderen Person auf jeden Fall in der Zeit noch was zu tun haben. Deswegen, also ich bin gespannt, was da jetzt vielleicht noch so auf uns zukommt. Ah, Mist, hier hätten wir schon reingemusst. Sekunde. Verdammte Mülltonne. Wenn die nicht da wäre, hätten wir es gepackt, einfach so zu drehen. Naja, gibt Schlimmeres. So, hier müssen wir dann einmal hin. Und ihr habt mal wieder hier so eine komplett rostige Laube von Briefkasten. Naja. Dafür ist das Haus schön wie jedes einzelne hier. Die haben wahrscheinlich auch alle hier eher Ferienwohnungen gefühlt. So gepflegt, wie das alles aussieht. Haben die jemanden jeweils, der sich um die Häuser kümmert? Es kann gar nicht sein, dass die alle so viel Zeit haben. Die können ja gar nicht arbeiten. Gut, vielleicht ist das auch nur ein Dorf für Superreiche. Weiß es nicht. That's the last of them. Ah. Ja gut, dann haben wir es ja wirklich geschafft für heute. Dann würde ich sagen, zurück zum Postamt und dann können wir ja, ne, gleich fischen gehen. Warum nicht? Mal schauen, vielleicht lässt Mr. Mackey uns doch gegen alle Erwartungen auch noch selbst angeln. Wir können es ja mal probieren, vielleicht kriegen wir ihn überzeugt. So. Bin immer noch ein bisschen verwirrt, wenn manchmal das Radio so ein klein wenig umschlägt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendeine Secret gibt, wenn man an irgendeinem ganz gewissen Punkt oder sowas fährt, könnte es ja sein, dass der Radiosender wechselt. Oder sowas. Wäre nicht das erste Mal in solchen Spielen. Aber ganz ehrlich, wir haben bisher das manchmal komplett random an irgendwelchen Stellen gehabt. Da wollte ich jetzt nicht irgendwie ewig probieren gehen. Wir lassen uns hier so einfach schon eine Menge Zeit beim Spielen genießen. Das ist schon okay. So, jetzt wollen wir aber auch angeln. Ist this a quiet day or does it always take this long? Nee, eigentlich sind hier schon längst Fishing gar keine Fische mehr drin. Requires patience. We've only been here for 2 hours. Ich fürchte, Geduld ist nicht meine Stärken. Das ist ja das Schöne am Angeln. Eigentlich sind wir wirklich ungeduldig. Es fällt mir manchmal schwer, mich zu entspannen. Ich glaube, ich habe einfach vergessen, wie sich Langeweile anfühlt. Nee, sagen wir mal das hier. Fishing also requires silence. Das ist aber überhaupt nicht mein Ding. Also sorry, das können wir jetzt leider nicht leisten, Mr. Mackey. Bert, can I ask you a question? Er ist leicht genervt. Magst du... Wir könnten die beiden verkuppeln gehen. Klar! Do you like Maureen? We ought to be heading back home. It's been a fine day and I thank you for the company. Ich glaube, wir haben ihn wütend gemacht. Oh Mann, jetzt wollte ich doch nur die beiden mal verkuppeln. Er wirkt immer so einsam und sie jetzt im Moment halt auch. Boah.